Köln-Chorweiler. Hier gibt es Hochhäuser und Hochhäuser und auch ein Parkhaus. In dem ist heute nur eines gefragt: Geduld. Ich hasse nichts mehr als mich zu verspäten. Die Sonne brennt und im Auto ist heiß. Hier wacht heute unser Kurti. Guten Tag, willkommen bei Parki. Sein Job: den Parkplatzsuchern den letzten Nerv zu rauben. Ich finde keinen Parkplatz, ich komm zu spät zu dir, mein Schatz. Trink mein Kaffee und Kuchen, oh Eco-Führung. Danke, James. Willkommen bei Parki, dem automatischen Parkhaussystem. Was möchten Sie hier? Bitte antworten Sie laut und deutlich. Einkaufen. Einkaufen. Dies ist ein Parkhaus. Hier gibt es nichts einzukaufen. Was möchten Sie hier? Parken. Vielen Dank. Wen oder was möchten Sie parken? Mein Auto. Soll die Dame auf dem Beifahrersitz auch mitgeparkt werden? Ja. Ist die Dame Ihre Gattin? Nein. Weiß Ihre Gattin, dass Sie sich mit fremden Frauen in Parkhäusern vergnügen? Wo fahren Sie hin? Ich dachte, Sie möchten parken. Guten Tag, willkommen bei Parki, dem automatischen Parkhaussystem. Was möchten Sie hier? Ich kann Sie leider nicht verstehen. Was möchten Sie hier? Oh, ich will hier parken. Parken, vielen Dank. Wen oder was möchten Sie parken? Ein Auto. Auto. Vielen Dank. Soll die Dame auf dem Beifahrersitz auch mitgeparkt werden? Nee, die nehme ich mit. Ist die Dame Ihre Gattin? Ja. Können Sie das beweisen? Vielen Dank. Wer war dann die Frau, mit der Sie gestern hier geparkt haben? Sie verweigern die Antwort. Ich frage etwas anderes. Wie lang ist Ihr Fahrzeug? Weiß ich nicht. Wie breit ist Ihr Fahrzeug? Weiß ich auch nicht. Kennen Sie wenigstens die Farbe Ihres Fahrzeugs? Ja, Silber. Na, immerhin. Wie viel breiter als Ihr Fahrzeug soll die Parklücke sein? Also die ist für mich normal, die Parklücke. Sie sind eine Frau. Sind Sie sicher, dass diese Breite ausreicht? Ja. Vielen Dank. Bitte. Möchten Sie erster oder zweiter Klasse parken? Erster Klasse. Die Parkplätze erster Klasse verfügen über TV, Toilette auf der Etage und eine spezielle Diebstahlsicherung. Diese Etage ist für Parker mit Wohnsitz in Polen oder Köln-Chorweiler gesperrt. Möchten Sie einen Raucher- oder Nichtraucher-Parkplatz? Ich möchte einen Nichtraucher. Vielen Dank. Welche Nummer soll Ihr Parkplatz haben? Bitte nennen Sie eine dreistellige Zahl. 123. Oh, dieser Parkplatz ist leider besetzt. Bitte wählen Sie erneut. 124. 124. Oh, dieser Parkplatz ist leider besetzt. Ich finde keinen Parkplatz, ich kann zu spät zu dir. Bitte wählen Sie erneut. Ja, jetzt fahre ich zurück und dann bin ich... Ich weise Ihnen Parkplatz 632 zu. Sind Sie damit einverstanden? Ja. Prima. Es folgt die Wegbeschreibung zu Parkplatz 632. Bitte passen Sie auf. Fahren Sie nach der Schranke geradeaus durch, zweimal links geradeaus durch, rechts die Rampe hoch, dann sofort links, zweimal rechts, nach 17 Metern links die Rampe hoch, dann 16 Meter geradeaus, rechts am Feuermelder vorbei und nach 27 Metern haben Sie Ihr Ziel erreicht. Haben Sie diese Wegbeschreibung verstanden? Ja. Dann wiederholen Sie bitte. Bitte wiederholen Sie. Geradeaus, zweimal links und dann geradeaus. Wunderbar. Dann sofort links, zweimal rechts, nach 17 Metern links die Rampe hoch, dann 16 Meter geradeaus, rechts am Feuermelder vorbei und nach 27 Metern haben Sie Ihr Ziel erreicht. Haben Sie das verstanden? Danke. Wiederholen Sie bitte. Das geht nicht so. Hör mal, kapierst du nicht? Der macht die Schranke nicht auf. Fahr zurück, fahr mal das. Dann drück mal mit dem Länger drauf. Bin doch die ganze Zeit, hör mal, bist du bekloppt halten? Ich bin doch die ganze Zeit hier machen. Sie sind ein unhöflicher Parker. Ja, solche Gäste möchten wir in unserem Parkhaus nicht haben. Ich bin mit keinem Parkplatz, ich komm zu spät zu dir, mein Schatz. Fahren Sie zurück, der labert hier voll die Scheiße. Bitte werden Sie nicht ausfallen. Lange drauf oder gut? Mach ich doch. Drücken kann ich noch gerade. Wie lange möchten Sie den Parkplatz nutzen? Besser zu dem anderen Ding.
Das können Sie knicken. Wir stehen ja noch 2 Stunden. Sie möchten den Parkplatz 2 Stunden lang nutzen. Wo soll ich denn hin? Können Sie mir das mal sagen? Der macht die Schranke nicht auf. Fahren Sie einfach rückwärts und fahren Sie an den anderen Schalter. Das würde ich gerne auch tun. Ja, aber wenn man draufdrückt, dann müsste die Schranke hochgehen. Ja, ich mach doch die ganze Zeit nichts anderes. Das Ding hier ist zu. Der labert Kacke. Ich kann Sie leider nicht verstehen. Ja, ach. Du siehst ja auch Kacke aus. Bitte werden Sie nicht beleidigend. Ach, Schatzelein. Darf ich jetzt bitte parken? Bitte. Wie lange möchten Sie parken? Bitte geben Sie die exakte Parkzeit in Stunden und Minuten an. 1 Stunde 0 Minuten. 1 Stunde 0 Minuten. Bitte beachten Sie, 1 Minute nach Ablauf der geplanten Parkzeit wird Ihr Fahrzeug kostenpflichtig aus dem Parkhaus entfernt. Okay. Haben Sie das verstanden? Das habe ich verstanden. Ich bestätige den Ablauf Ihrer Parkzeit für Samstag 20.15 Uhr mit Beginn der Fernsehsendung Verstehen Sie Spaß mit Frank Elstner. Super gut. Herzlich willkommen. Bitte freuen Sie sich jetzt.